langsam zurück zu den Pet News. Mit Lisa Stehklöw. Unser heutiges Thema ist Mathilde Krüger. Oder wie ihr sie vielleicht besser kennt, die Superkuh. Wir schalten dann mal rüber zu Reporterin Anna. Das hier ist Mathilde Krüger. Oder vielleicht besser genannt Superkuh. Guten Tag, ich bin Mathilde Krüger und bin 68 Jahre alt. In unserer Stadt jedoch bin ich nur bekannt als Superkuh. Seit ungefähr einem Jahr beschütze ich die Stadt vor Bösewichten. Und naja, meine Tricks kennt keiner. Ich kann nämlich fliegen, ich kann es Ihnen sogar beweisen. Es wäre wirklich fantastisch, wenn Sie uns zeigen könnten, wie Sie fliegen. Wir fänden das wirklich wundervoll. Unsere Zuschauer würden sehr erfreut darüber sein. Na, wenn das so ist, dann mache ich das doch gerne. Vorher muss ich mich aber noch verwandeln. Das kann ich auch gerne vor der Kamera zeigen. Oh, klar. Geht klar. Ist super. Miraculous the Kuhkeks! Verwandlung! Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. 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 Und ja, wie man sieht, ich bin jetzt verwandelt. Ich habe jetzt eine Maske und es ist alles so toll. Ich freue mich so sehr über diese Maske und ich kann sogar fliegen und ich kann es euch auch beweisen, seht ihr? Ui! Das ist ja wirklich bemerkenswert. Oh, alles in Ordnung? Brauchen Sie einen Arzt? Die Superkuh braucht doch keinen Arzt! Oh, mein Kreuz. Oh, ich muss mich ausruhen. In Ordnung? Wie haben Sie denn herausgefunden, dass Sie... wie soll ich sagen, Superkräfte haben. Ach, das ist eine ganz witzige Geschichte. Ich bin einfach einkaufen gewesen und auf einmal habe ich mich verwandelt und das war so toll. Okay, und naja, wie können Sie das denn so machen, so mit den Bösewichten besiegen? Ich meine, in Ihrem Alter ist das ja schon ein bisschen anstrengend, oder nicht? Sie denken also, ich bin alt? Schauen Sie sich doch mal an. Wie alt sind Sie? 30? Das ist respektlos. Ich werde dieses Interview nicht mehr fortfahren. Pech für Sie! Oh, wer macht jetzt das Interview weiter? Ich bin schließlich ein Star. Keiner? Wer? Die Superkuh muss gewürdigt werden! Ja, die Superkuh! Bam! Ich denke, das reicht auch für heute wieder mit den Pet News. Das war's mit den Pet News. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss!